Gut, ich würde mal sagen, der Nebelritter ist erst einmal außen vor. Wir reisen jetzt zum Schmelzerthron, den dritten Thron in diesem ganzen Turm hier. Hier. Und wie man sehen kann, die tolle Rüstung da drüben reagiert jetzt. Also können wir sie untersuchen. Und eintauchen in die Erinnerung. So, wir kommen in der Erinnerung. Hier könnten wir Phantome beschwören. Lori Stahlwill und Wanderer Schwertkämpfer Edel. Allerdings brauche ich für dieses Gebiet keine Phantome. Jedenfalls will ich keine brauchen. Weil gegen ein paar Lohneritter komme ich noch gut an. Das sind zwar etwas stärkere Lohneritter, weil sie noch menschlich sind, schätze ich mal. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht... dass ich nicht zu viele auf einmal anlocke. Oder ins Kreuzfeuer gerate. So, genau. Genau in dieses Kreuzfeuer nämlich. Au. Gut, ich sollte mich nochmal groß heilen. Wow. Genau, den da anlocken. Und töten. Und jetzt kann ich das Vieh hier zurechtstutzen. Normalerweise haben wir in der Erinnerung ziemlich viel Zeit. Nach meiner Erfahrung. So, komm du her. Und tot. Mit dem Speer klappt das hier sogar um einiges besser. Ach, da war ja noch einer. Als mit dem Schwert. Der da ist noch ein kleines Problem und den da werden wir auch ganz schnell los. So, nämlich. Jetzt müssen wir nur ihn hier, den Großen, rauslocken. Genau, komm ruhig her. Und ihn backstabben. Das geht nämlich am schnellsten und leichtesten. So, dich loswerden.
Und jetzt vorsichtig hier runter. Hier geht's weiter. Feuer voraus. Ah ja. Hallo. Da kommen jetzt nämlich gleich zwei auf einmal. Das können wir fast gar nicht vermeiden. Aber wir können einen Flakon trinken, um das Ganze zu kompensieren. Da hinten ist nämlich noch ein Bogenschütze. Mindestens ein Bogenschütze. Die können uns sogar ziemlich gut treffen hier. So, zwei Bogenschützen. Au. Das ist nicht so schön. Und das war tot. Ja. Ist weniger das Übel. Einfach wieder rein. In die Gedenken an den alten Eisenkönig. So, und jetzt müssen wir wieder alles hier ausschalten. Ohne selbst ausgeschaltet zu werden, natürlich. So. Ja, greif du ruhig an. Dann stirbst du nämlich ganz schnell. So wie du auch. So, hier rein. Da müsste uns der eine gleich hinterher gerannt kommen. Genau. Oh, da hätte ich seinen Schlag abwarten sollen. Ey. Nicht schummeln hier. So. Weg mit dir. Jetzt musst du weg. Er musste mich ja natürlich noch treffen. So, die Flakons will ich mir für den Boss aufheben, der hier kommt. So. Du bist auch weg. Du bist weg. Den da machen wir jetzt wie gerade eben. Wir locken ihn erst einmal an. Und backstabben ihn. So, jetzt muss der wieder ausgeschalten werden und dann können wir wieder runter. Hier müssen wir vorsichtig sein. Okay, wir locken erstmal nur den da an.
Au. Wenn jetzt einer um die Ecke kommt, sind wir wieder tot. Es kommt aber keiner um die Ecke. Gut. Ja, der da muss jetzt kommen als nächster. So, feuert ruhig. Da drauf auf die Säule. Das macht mir nicht so viel aus. Genau, greif du nochmal an. Du kannst ruhig schießen. Locken wir erstmal deinen Freund da hervor. Und suchen den Ausweg. So, genau. Komm ruhig her. Der traut sich nicht. So. Die Säule ist unser Schutz. Das war dumm von mir. So. Das. Da drüben müssen wir weiter. Da geht's gleich direkt zum Boss. Nämlich. Ich will mich aber erstmal hier unten umgucken. Zum einen, ob sich hier irgendwo Gegner verstecken. Oh. Oder Loot. Also abgesehen von dem Feuerspucker, der da tierisch nervt. Oh ja, hallo. Oh, doppeltes Hallo. Auf der anderen Seite ist ein Schießer gewesen. Oh, der wird uns gleich ordentlich auf den Hintern geben. Oder doch nicht ganz so ordentlich. Doch, wird er. Okay, hier gibt's einmal einen Flakon. Ja, das hier unten müssen wir zum Glück nicht so oft machen. Oh, hier geht's nur nach oben. Das war die falsche Seite. Das hier ist die richtige Seite. Zu diesem Mistvieh hier. So. Jetzt wieder hier rum, den Gegenstand, den wir verpasst haben, der da gut versteckt war, um die Ecke. Der da. Oh, Zwillingsklinge plus 7 einsammeln. Ja, und dann können wir zum eigentlich einfachsten und doch nicht einfachsten Boss in diesem DLC gehen. Ja, da durch die Nebelwand.